Bevölkerungslimit ist echt für die Tonne, ne? Erstmal brauchen wir Holz. Und dann brauchen wir noch Gold und Eisen unbedingt. Also, ich weiß nicht, was ich da noch groß aufbauen soll, an Leuten. Wirklich nicht. Kann nur hoffen, dass unsere Steinleute jetzt so viel Stein reinbringen, wie wir benötigen, damit wir halt schön Türme bauen können. Die dürfen wir ja bauen können, genau. Dass wir erstmal eine Verteidigung haben. Weil ich rechne damit, dass die dass die Kalea-KI aktiv ist. Das heißt, dass hin und wieder mal irgendwelche Angriffe stattfinden. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ja. Wäre schön. Unverzüglich. Aber ihr wisst ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Junge Frau, bau mal bitte einen Turm hin. Du bist ja gerade so schön dabei. Machst das so schön. 6 Leute fürs Holz. Ich weiß, es ist sehr wenig, aber was soll ich machen? Ich muss mit der Bevölkerung haushalten. Leider. Eigentlich wollte ich auch noch den einen oder anderen Armbrustschützen bauen. Eine Festung können wir natürlich nicht bauen. Warum auch? Die wäre ja hilfreich. Ich werde übrigens die Aufnahme ein bisschen verlängern. 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht. Damit ihr ein bisschen mehr von der Session habt. Als nur ein bisschen mehrmals dieselbe Seeschlacht zu sehen. Das tut mir echt leid, dass ihr das sehen musstet mehrmals. Und auch die Schlacht war vorhin, wo sie da so unnötig hingemetzelt wurde. Hoppla. Entschuldigung. So, einer noch fürs Holz. Dann würde ich gerne erstmal zusehen, dass wir die beiden Bauernhöfe hier mal ergänzen können. Dass wir zumindest das schon mal haben. Die müssen dann auch erstmal reichen. 6 Leute in der Nahrung. Muss reichen. Wir sehen dafür dann zu, dass wir das Silo verbessert kriegen, sofern es geht. Können wir ja mal testen. Geht. Gut. Unverzüglich. Das geht also. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Wir haben 155 Holz. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, wir könnten uns die Siedlung leisten. Schon mal sehr schön. Für das Gold oben, meine ich. Hierfür. Weil da würde ich schon gerne den Bonus mitnehmen. Weil Stein kriegen wir im Bonus. Das ist sehr schön. So, jetzt machen wir erstmal das Silo voll. Damit die richtig schön Nahrung rausballern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da haben wir ja auch noch eine Technologie offen, nämlich das Rad. Nee, das Rad mit Pflug. Genau. Nicht andersrum, sondern das Rad mit Pflug. Nicht das Pflug mit Rad. Da kann ja jeder, aber das Rad mit Pflug. Das ist die Kunst, Freunde. Das kann nicht jeder. Was red ich mir wieder für eine Scheiße zusammen heute? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ja? Gut, die geht rein. Wir haben einen Architekten. Der übrigens ein Diplomat ist. Ich finde, die Diplomaten sehen gerade im Mittelalter, ich finde, die erinnern sehr an Patrizier. Also nicht an das Spiel, sondern an die Bevölkerungsschicht. So, damit haben wir schon mal einen kleinen Bonus drin in der Nahrung. Ja. Holz ist jetzt schon weg. Ja, die haben auch nur 300 Holz, ne? Ja, die haben nur 300 Holz. Ich finde es immer so schade, dass man den Kampagnen die Bäume noch schwächer macht, als sie ohnehin schon sind. Weil ich finde, auf Zufallskarte 500 Holz ist echt nicht viel. Wenn du dann auf Inseln spielst, da ist so ein Wald gerne mal schnell weg, gerade in den späteren Epochen. Da sind sie sowas von schnell weg, die Bäume. Das finde ich immer so schade. Deswegen ballere ich bei meinen Karten immer gleich so 3000 Holz, dann ist erstmal Ruhe. Ne? Man kriegt Holz rein und trotzdem stehen die Bäume noch eine Weile. Ich finde es immer so schade. Ne, ich weiß, es gehört zum Spiel dazu, dass Bäume irgendwann mal verschwinden. Das ist völlig normal. Aber trotzdem. Die beiden hier zum Beispiel, die könnten getrost verschwinden, ja. Aber ich will hier keine Siedlung bauen für 2 Bäume. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, sehe ich da was Blaues, aber Blau ist ja gar nicht dabei. Ja? Was sowieso komisch ist, weil normalerweise, gerade in der deutschen Kampagne wird nämlich sehr gerne, den Franzosen Blau gegeben. Hä, ich kann mir keinen Turm leisten. Gut. Schneller, ihr Schweine! Psch! Los! Psch! Ah. Nee, es ist nicht witzig. Aber was soll ich machen? Ich brauche Stein.
Und leider gibt es erst in der Renaissance, also in der nächsten Epoche, die wir nicht ansteuern können. Also wieder ein Upgrade. Und nein, Häuserbau würde dann nichts ändern. Das sorgt nur dafür, dass sie halt länger im Kampf durchhalten, aber nicht, dass sie schneller arbeiten. Wäre natürlich auch geil. Einfach mal so ein Geschwindigkeitsboost beim Arbeiten, bei Bau von Häusern. Hätte was. Aber nee, sowas gibt's nicht. Und ich denke auch mal, dass wir tatsächlich auf Armbrüste setzen werden später. Also das heißt, wir werden so oder so viel Holz brauchen. Hm? Danke. Danke, dass ihr mich bestätigt, Freunde. Ich wusste doch, dass so eine Scheiße kommt. Dankeschön. Ich hab's doch geahnt. Es war so klar, dass sowas kommt. Dass die KI aktiv ist. Irgendeine KI musste aktiv sein. Es ist also die französische Bauern, die aktiv ist. Alles klar. Macht ihr jetzt einen auf französische Dora, oder was? Ich verstehe schon. Habe ich verstanden. Ist angekommen, ja? Gut. Erstmal hauen wir da noch einen Burger rein in die... in das Silo. Da haben wir schon 6 Leute. Sehr schön. Ja, ja. Ihr Pappenheimer, ihr. Hab ich mir doch gedacht. Dass mindestens eine KI aktiv ist, habe ich schon mitgerechnet. Aber dass es die der Bauern ist, hätte ich nicht gedacht. Also irgendwo logisch. Die merken, oh, die Engländer sind da. Schnell reagieren. Kann man noch nachvollziehen. Gut, also wir brauchen jetzt noch eine Person, die da reingeht. Und dann vielleicht noch 2, die die beiden Felder bestellen, die hier noch nicht fertig sind. Das kriegen wir hin. Dann haben wir erstmal wahrscheinlich genug Nahrung. Und dann müssen wir erstmal sehen, dass wir oben mal unbedingt mal 12 Bürger unterbringen, damit wir Eisen und Gold haben, damit wir unsere Leute mal verbessern können. Stein, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weltwunder können wir nicht bauen, ne? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Gut, also es war schon mal nicht verkehrt, dass ich gesagt habe, wir sollten hier Türme bauen. Weil sonst hätten wir nämlich jetzt ein Problem gehabt. Auch wenn es nicht sehr viele waren. Aber es reicht ja schon, dass überhaupt welche kommen. Das reicht ja schon. Ja, ja. Genau. Mit mal ein bisschen Ehre. Vor. Es ist echt gut, dass wir einen Strategen dabei haben. Es ist echt gut. Haben wir eigentlich auch Pläne für eine Belagerungswaffenwerkstatt? Ja, haben wir. Sehr gut. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Der letzte... Nein, die letzte ist unterwegs. Der, die das letzte. Genau. So ungefähr. Schon wieder 5 Minuten. Oh, Alter. Da geht ja echt Schlag auf Schlag hier. Ich habe schon wieder richtig Bock auf das Spiel. Aber das habe ich immer in letzter Zeit. Also ich zock mehr Empire Earth als alles andere zurzeit. Das ist Wahnsinn. Echt. So, ein Burger. Du darfst gerne mal eins der Felder aufbauen. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen mehr Nahrung rein. Zwar nicht den Maximalwert, aber immerhin, wir kriegen Nahrung rein. Bei Holz kriegen wir sowieso keinen Bonus. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich glaube, ich werde hier gleich mal ein Stadtzentrum hinzimmern. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Erstmal holen wir uns noch einen zweiten Burger. Oder eine Bürgerin. Die gleich das zweite neue Feld dann mal bestellen kann. Aber als erstes müssen wir unbedingt hier oben mal die beiden Minen in Besitz nehmen. Das geht so nicht. Wir brauchen die Ressourcen. Ja. Können übrigens auch kein Krankenhaus bauen, sehe ich gerade. Das ist doof. Keine Krankenhäuser ist doof. Sehr doof sogar. Ja. So, Bürger. Du kannst das andere Feld bestellen. Sie ist fertig mit dem Turm. Nächster Turm. Dass eine jetzt so ein bisschen doof steht. Ja gut, das ist jetzt halt so. Ich wollte sowieso hier keine Mauer bauen. Also ich glaube, 2 Siedlungen mindestens werden wir benötigen. Aber das machen wir dann in der nächsten Session. Ich hau schon mal 2 raus für oben. Kurze Frage. Aha, gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das ist gut zu wissen. Laie wird sich jetzt denken, hä, was wollte er denn machen? Ich wollte gucken, ob man das Stadtzentrum zu einem Kapitol machen kann. Ja, können wir. Das heißt nämlich, wir können den Bonus erhöhen. Den wirtschaftlichen. Was kostete das nochmal? Holz und Nahrung. Ja, Nahrung ist jetzt momentan so ein bisschen Mangelware. Das stimmt leider. Also ich schicke jetzt erstmal 5 Bürger hoch zu der Gold- und Eisenmine.
Danach werde ich mal 5 Bürger hier rüber schicken. Dann werde ich ja, hier in etwa eine Siedlung bauen und die zu einem Stadtzentrum machen. Warum werde ich das machen? Weil die Türme dann Moral haben. Das heißt, sie halten länger im Kampf durch. Außerdem können wir dann noch Häuser bauen, damit unsere Soldaten länger durchhalten. Weil ich denke mal, dass die Angriffe der französischen Bauern noch stärker werden. Stärker werden. Ich glaube nämlich nicht, dass das schon alles war. 1, 2, das ist der dritte, der vierte oder die vierte ist im Bau, also einer noch, gut. Sehr schön, dann können wir jetzt ja erstmal sparen, bis wir die Ertragserhöhung haben, die uns 100 Nahrung und 100 Holz kostet. Räder mit Flug, wie wir ja gelernt haben. Scheiße. Ach ja. Ja. Unverzüglich. Gleich der nächste Turm. Solange wir Türme bauen können, immer schön Türme bauen. So, 3, 4 und Nummer 5 ist auf dem Weg. Gut. Dann einmal dorthin, 2 Bürger. Was geht an Bürgern? Danach können wir ja immer noch die Siedlung zum Kapitol machen. Das Stadtzentrum. Ja, ich rede schon wieder völlig wirr. Ich höre auch gleich auf. Türme haben wir auch noch nicht verbessert. Wir haben noch nicht die Ressourcen. Fehlt uns auch ein bisschen Stein für, wa? Ja. Ich frage mich, ob wir einen Bonus kriegen, wenn wir die französischen Bauern, also wenn wir ihre Produktion ausschalten. Weil ich denke mal, das wird doch durch Produktion kommen. Oder ob das sogar eher von abzuraten ist. Unverzüglich. Muss man die Tipps gucken. Ist da was hinzugekommen? Vergessen Sie die Verteidigung nicht. Nee, das wissen wir ja. Nee, also es sind keine Tipps dazugekommen. Alles klar. Gut. Hätte nämlich sein können, dass vielleicht auch noch Tipps dazukommen, aber nö, anscheinend nicht. Weil möglich ist es in den Editor. Möglich ist es. Also man kann auch noch Tipps hinzufügen. So, und dann gehen die gleich erstmal rein. Sehr schön. Damit haben wir schon mal den Bonus auf beiden Seiten abgesichert. In der nächsten Session können wir genügend Bürger bauen, um dort den Abbau zu beginnen. So, jetzt holen wir hier nochmal 2 Bürger ran, dann noch einen Bürger, dann haben wir hier das nächste Stadtzentrum. Das auch gleichzeitig dafür sorgen wird, dass wir hier einen kleinen Moralbonus haben. Für die Türme erstmal nur. Apropos, die Dame darf nochmal eine kleine Pause machen. Hier gibt es erstmal eine Turmverbesserung, eine Reichweitenverbesserung. Ich höre gleich auf, ich mache noch ein paar Minuten. Es ist irgendwie wie früher. Wenn irgendwie die eigenen Eltern reinkommen und dann so sagen, ja, so langsam bitte mal Schluss machen. Noch 5 Minuten. Ja. Oder 10 oder 15 oder wie auch immer. Kennt ihr bestimmt auch noch aus früheren Tagen. Ja gut, wenn ihr jetzt älter seid, vielleicht noch nicht, aber die Jüngeren unter euch, die dürften das noch kennen. Die so in meinem Alter sind, so Anfang, Mitte 30, die dürften das vielleicht noch kennen. Oder jünger halt, die unter 30-Jährigen. Gerade sagen, wo wollen die denn jetzt hin? Aber ja, das sind die Holzfäller, die sollen die beiden Bäume hier mal weghauen, dass wir hier mal Platz haben für weitere Bauernhöfe. Notfalls. Bist du auch ein Holzhacker oder bist du ein Siedlungsmann? Ne, du bist ein Siedlungsmann. So, ihr geht ins Holz, genau. Die Siedlung wird euch gleich hier vor die Nase gesetzt. Einmal hier bitte. Schön auf die Straße. Ja, genau. Wir werden angegriffen. 2 gepanzerte Soldaten und 2 berittene Bogenschützen. Und ein Langschwertkämpfer. Okay. Ist das immer der gleiche Angriff? Ist das immer der gleiche Angriff? Wieso geht ihr jetzt ins Holz? Ja, unverzüglich. Rein mit euch. Jetzt ist mir auch ehrlich gesagt gerade ziemlich egal, wer ist. So, rein mit euch. Ja. Warum bist du da reingegangen? Das solltest du gar nicht. Rein ins Stadtzentrum. Dankeschön. So. Das sieht doch schon mal anders aus. Also die haben jetzt bis hier unten, also der Turm hat keine Motivation, alle anderen haben Motivation. Sehr schön. So, dann bauen wir hier unten nämlich gleich noch eine Siedlung hin. Ich verlängere die Aufnahme noch ein bisschen, keine Sorge. Jetzt habe ich einen Mann zu wenig im Holz, ne? Ja, ich sehe das schon. Jetzt habe ich einen zu viel weggehauen. Na gut, dann holen wir einen neuen. Kein Problem, kriegen wir hin.
Bisschen Schwund ist immer, ne? Man kennt es ja. Die Dame, die hier gerade ist, das ist ja eine Farmerin. Habe ich einen Mann zu viel abgezogen? Hm, ist halt so. Aber ich würde gerne die Technologie hier noch mitnehmen. Den die Rad mit die Fluge. Gott. Scheiße. Ich höre wirklich gleich auf. Ich rede mir ja einen Scheiß zusammen. Das ist ja nicht mehr feierlich, was ich mir hier zusammenrede. Ah, siehst du, der Baum ist auch gleich weg. Sehr schön. Ja? So, junge Frau, dann können Sie gleich nochmal ein Türmchen bauen. Ja. Sagt er, und just in dem Moment ist der nächste Turm verfügbar. Sehr gut. Es ist schade, dass man keine Festung bauen kann. Es ist echt schade. Ja, Milo? Naja, gut. Ist jetzt halt so, man kann nicht alles haben im Leben, ne? So ist das nun mal. Ja, es ist genau der falsche Baum. Ihr solltet den da oben erstmal weghauen. So, der Bauernhof kann gesetzt werden. Sehr schön. Es ist übrigens auch nach dem Angriff. Solange das Silo steht, könnt ihr jederzeit hier den Auftrag erteilen, dass neue Bauernhöfe entstehen sollen. Ja. So, ihr baut schon mal eine neue Siedlung. Unverzüglich. Ich werde leider nicht beide betreuen können. Das ist das Blöde, weil ich leider viel zu wenig Bevölkerung habe. So, die sind dann auch schon mal da. Sehr schön. Wir haben auch schon ordentlich Nahrung gesammelt. Ich werde jetzt gleich erstmal noch die Upgrades mitnehmen. Und dann werde ich diese völlig überdehnte Aufnahmesession gleich mal tatsächlich doch mal beenden. Hoppala. G und S wollte ich drücken. Aber ich kann bisher nur G mitnehmen. Die Goldgewinnung. Weil ich zu wenig Nahrung habe. Also wenn ich jetzt noch zwei Leute bauen kann, dann wird es wirklich eng. Dann haben wir 49 Leute. Aber dann ist das Silo halt voll. Das ist halt das, was ich wollte, dass das Silo voll ist. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt die Aufnahme beenden gleich. Haben wir die Technologie? Jawohl, haben wir. Sehr schön. Ich will nämlich nicht, dass sie wegbackt. Ach komm, wir warten noch, bis der Turm... Ich will nicht aufhören. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Das Spiel macht so süchtig und das ist über 20 Jahre alt mittlerweile. Das ist, wie gesagt, es kam 2001, kam es raus. Das Spiel. Da war es ganz neu. Da war es der große, heiße Scheiß. Über 20 Jahre alt und es fesselt mich immer noch. Wahnsinn. Nein, wir sparen uns den nächsten Turm auch für die nächste Aufnahmesession. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute mal ein bisschen weniger Fortschritt. Eine Mission geschafft. Die zweite, ja, zum Teil geschafft. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich gehe mal in den Pausenmodus. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Achso, das war jetzt nur ein Musikwechsel. Ich wollte gerade sagen, Autosave habe ich nicht drin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wie gesagt, nochmal fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich sehr freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Empire Earth. Die britische Kampagne, der 100-jährige Krieg beginnt. Ja, wie gesagt, die französische Marine haben wir in den Hintern getreten. Khan ist erobert. Also nicht Olli Khan, sondern die Stadt Khan. Khan, Korn, Khan, wie auch immer. Calais ist unser nächstes Ziel. Ja, das kann ich tatsächlich aussprechen, das kriege ich hin. Wer hätte es gedacht? Bordeaux übrigens auch. Clairvaux und wie sie alle heißen mit wo am Ende. Das kriege ich noch hin. Ja, ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gebogen, bleibt oder werdet gesund. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die bisher so fleißig kommentieren und liken und überhaupt zuschauen. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass das Projekt so Bombe bei euch ankommt und ich hoffe, dass es auch euch weiterhin so viel Spaß macht, hier zuzuschauen. Also bis dahin, tschüss.